Lange ist es her, doch nun gibt es mal wieder ein Update der What's on my Tech-Serie. Heute fangen wir mit dem iPhone 6s Plus an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! In der ersten Reihe haben wir einmal die Fotos-App auf der linken Seite und die Kamera-App auf der rechten Seite, gefolgt von der Facebook-App und meinem Twitter-kleinen Tweetbot in der Mitte. In der zweiten Reihe befindet sich einmal meine Kalender-App Calendars 5, gefolgt von meinem E-Mail-Client Spark und natürlich ganz wichtig Pokémon Go, wobei der Hype schon langsam wieder zurückgeht. Als nächstes haben wir dann Reader, welcher meine RSS-Artikel verwaltet und welchen ich tagtäglich nutze. Ich finde die App sehr gelungen und man kann sich auf das Wesentliche und zwar den Text und den Inhalt konzentrieren und wenn man dann doch mal etwas näher oder tiefer reingehen will, kann man das mit dem In-App-Browser machen. Konzept und Umsetzung finde ich hier wirklich sehr gelungen, von daher nutze ich diese App auch wirklich noch immer sehr, sehr gerne. In der dritten Reihe haben wir dann einmal die Google Maps App, gefolgt von der Lieferung App, mit welcher ich meine ganzen Bestellungen verwalte bzw. tracke. Es gibt mittlerweile zig Tracking-Applikationen, doch mir persönlich gefällt Lieferungen bzw. wie es früher hieß Deliveries noch immer am besten und ich nutze sie auch auf dem iPad und auf dem Mac sehr gerne. Weiter geht es dann mit meiner Banking-App Outbank. Als nächstes haben wir dann die Uhren-Applikation und dann kommen wir auch schon in die vierte Reihe, wo sich Instagram und die YouTube Studio-App befindet, gefolgt von meinem YouTube-Client ProTube, welchen ich nun auch schon wirklich ein paar Jahre benutze. Schön langsam werde ich mich jedoch mal auf die Suche nach einer Alternative begeben, da die APIs einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, was größtenteils zwar an YouTube selbst liegt, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine gute Alternative und falls ihr eine wisst, schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare. Die letzte App in dieser vierten Reihe ist dann noch der App Store und dann kommen wir auch schon zu meinem ersten Ordner, in welchem sich viele verschiedene Social Media Applikationen wie Vine, Telegram, Beam oder ähnliche Applikationen befinden, welche ich zwar besitze und auch angemeldet bin, aber nicht wirklich sehr oft nutze. Auch die Standard-Twitter-App ist mit an Bord, diese benötige ich aber eigentlich nur, um Umfragen zu erstellen, da dies Tweetbot im Moment noch nicht unterstützt. Weiter geht es dann mit 1Password, meinem Passwortmanager und Snapchat. Ganz wichtig, denn wenn dieses Video online geht, befinde ich mich gerade in Amerika und wenn ihr ein paar Eindrücke davon haben wollt, könnt ihr mir gerne mal auf Snapchat folgen. Den Snapcode seht ihr hier eingeblendet, einfach mit der App abfotografieren und schon habt ihr mich geaddet. Ansonsten haben wir dann noch die Einstellungen-App und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe auf dieser Seite und in dieser befindet sich einmal WhatsApp, gefolgt von Clear, meinem Taskmanager und dann haben wir noch Overcast, was eine ziemlich geniale Podcasts-App ist und für mich Instacast ersetzt hat. Sowohl optisch als auch von den Funktionalitäten her bietet Overcast einiges und wer auf der Suche nach einer guten App für seine Podcasts ist, wird hier sicherlich fündig werden. Als letztes habe ich dann noch Weather Pro, welches meine Wetter-App ist. Diese habe ich nun auch schon eine längere Zeit und ich bin eigentlich noch immer sehr zufrieden damit, auch wenn ich mir wünschen würde, dass diese In-App-Käufe verschwinden würden, da man ja sowieso schon für die App bezahlen muss. Auf der zweiten Seite befinden sich dann nur noch lauter Ordner, in welchen die Applikationen sind, welche ich nur sehr sporadisch nutze. Im ersten Ordner habe ich einfach alle Apple-Apps reingepackt, welche so auf dem iPhone installiert sind und im zweiten Ordner haben wir dann meine verschiedenen Cloud-Dienste wie Dropbox, Google Drive, Mega und iCloud. Im dritten Ordner haben wir dann meine ganzen Reiseapplikationen, angefangen von der Booking.com-App über Uber bis hin zu den Airline-Apps wie Lufthansa und United. Und dann haben wir noch eine ziemlich neue Applikation und zwar Check My Trip. Diese gibt mir Auskunft über all meine Flüge innerhalb der Reise mit Gates, Abflugzeiten und viel mehr. Hier bin ich erst vor kurzem darauf gestoßen und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Des Weiteren haben wir dann in diesem Ordner noch die Greyhound App, die Citybikes App und viele weitere Applikationen, welche ich jetzt nicht im Detail durchsprechen möchte, aber auf eine Applikation möchte ich noch kurz hinweisen und zwar auf Dream Days. Dies ist eine ziemlich geniale Countdown-App, in welcher ihr bestimmte Tage festlegen könnt und dann zählt ein Countdown runter. Ziemlich simpel, aber macht dann irgendwie doch Spaß beim Hinfiebern auf die nächste Reise oder das nächste Event.
Im vierten Ordner befinden sich dann ein paar Health-Applikationen wie Runtastic Pro, welches meine Lauf-App ist, wobei ich sie mittlerweile gar nicht mehr benutze, da ich zurzeit einfach gerne ohne iPhone laufen gehe. Ansonsten haben wir hier noch die Burger King App, auch wenn das etwas kontraproduktiv ist, und die Starbucks App, aber auch diese nutze ich eigentlich fast nie, wobei die Starbucks App jetzt in Amerika wahrscheinlich wieder öfters zum Einsatz kommen wird. Einen Spieleordner habe ich natürlich auch, benutzen tue ich ihn aber so gut wie nie, denn wenn ich mal ein Spiel spiele, ist es meistens Pokémon Go. Und mal ganz ehrlich, die Zeit zum Spielen fehlt mir leider in letzter Zeit ein bisschen, von daher ist dieser Ordner nicht wirklich oft genutzt. Aber Flappy Bird habe ich trotzdem noch immer installiert und da bin ich auch ganz schön stolz drauf. Im nächsten Ordner befinden sich dann ein paar Shopping-Apps wie eBay, Amazon und so weiter und auch die Kongstar-App, mit welcher ich meinen aktuellen Tarif verwalten kann. Ganz neu ist auch die MyDeals-App mit an Bord, welche seit dem Update wirklich sehr gelungen ist und diese nutze ich wirklich sehr gerne und vor allem auch für Push-Benachrichtigungen, damit man nicht immer in die App schauen muss, ob es gerade ein neues Schnäppchen gibt, denn man kann sich ja auch Push-Benachrichtigungen schicken lassen. Im Unterhaltungsordner befinden sich die essentiellen Applikationen wie Netflix, Amazon und Sky Go, aber auch die neue Remote-App, die Fire TV-Fernbedienung und meine Heimmediathek-App Infuse ist mit am Start. Wer streamt es, ist natürlich auch mit dabei, damit ich es nicht verpasse, wenn meine Lieblingsserien oder Filme auf einer meiner On-Demand-Plattformen zur Verfügung stehen. Im Fotografie-Ordner befinden sich dann ein Haufen Apps, angefangen von den ganzen Instagram-Apps, Hyperlapse, Boomerang und Layout, aber auch Pixelmator, Afterlight und Google Fotos sind mit am Start. Und wenn ich mal eine manuelle Kamera brauche, nehme ich dafür einfach Manual her. Und ja, Prisma, die neue Hype-App, habe ich natürlich auch mal installiert, auch wenn ich sie so gut wie nie nutze. In der letzten Reihe haben wir dann einmal einen Ordner mit allen sonstigen Apps wie Geekbench 3, Writedown, Wunderlist oder vielen anderen Applikationen und hier befindet sich auch die neue Fast-App von Netflix, welche einen Speedtest eures Netzwerks durchführt und einfacher wie diese App geht es nicht, einfach starten und das Teil beginnt von alleine mit dem Test des Download-Speeds und da ich gerade selbst noch ein paar Sachen für den Urlaub herunterlade, habe ich hier nur noch einen Download-Speed von 28 MB pro Sekunde, normal habe ich einen Download-Speed von 46 down und 10 up und damit bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Als nächstes haben wir dann noch einen Ordner für all meine Nachrichtenapplikationen, angefangen von meiner Lokalzeitung bis hin zu Spiegel Online und One Football, welches ich für alle Fußballgeschichten rund um den FC Bayern und sonstigen Fußballvereinen nutze. Der nächste Ordner beherbergt alle Applikationen, welche ich im Studium gebraucht habe, wie iStudies Pro oder Notability. Da ich aber vor kurzem mein Studium abgeschlossen habe, wird es diesen Ordner beim nächsten Mal wohl nicht mehr geben. Im letzten Ordner befinden sich dann noch ein paar Smart Home Geschichten wie IFTTT, MyDevolo oder die Philips Hue App und ganz neu natürlich auch die Home App, welche nun standardmäßig mit iOS 10 ausgeliefert wird. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit den ganzen Ordnern und zum Schluss schauen wir uns noch kurz das Dock an und tada, welche Überraschung, alles wie vorher. Nachrichten, Safari, Spotify und die Telefon-App. Das soll's dann auch schon wieder gewesen sein mit dem ersten Teil der What's on My Tech-Serie aus 2016. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann dem iPad. Wir sehen uns dann bei diesem Video. Bis dahin, ciao.